Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Forza Motorsport 5. Nach 10 Folgen ist das jetzt Folge 11, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne. Das ist schon ewig her. Eben gerade Far Cry zu Ende gemacht, komplett zu Ende, also nicht nur die Hauptstory. Ich habe mir jetzt einfach mal gedacht, zeigst du noch ein bisschen was von Forza. Nebenbei läuft Crysis. Und Crysis wird eigentlich so das letzte Projekt sein, was ich jetzt bis zu den neuen Next-Gen-Spielen machen werde. Jedenfalls, zeige ich euch einfach mal so meinen Fuhrpark und so weiter. Forza Horizon 2 wird auf alle Fälle von mir Let's Play. Diesmal will ich es durchziehen. Ich habe es mit dem Einser versucht, aber wieder aufgehört, weil mir hat das Spiel zu viel Spaß gemacht. Und ich habe nicht geredet, ich habe mich einfach nur aufs Fahren konzentriert. Und das will ich im neuen Horizon 2 definitiv anders machen. Ich zeige euch mal hier gerade meinen Fuhrpark. Das ist mein getuneter Golf R von Volkswagen. Product Placement, halt's mal. Rennklasse R 812, also ihr seht schon, der grenzt eigentlich an den HGP Golf Turbo, wer den kennt. Einfach so hier so ein paar R8. Das ist das Auto vom Herr Dreamtax, das ist sein Lieblingsauto. Das ist auch irgendwie das einzige, womit er richtig gut umgehen kann. Einfach hier so ein paar BMWs. Hier für die Ladies, den Wagen habe ich den Frauen gewidmet. Kann ich ja mal einsteigen in das gute Stück BMW. Ah. Forza Vista. So, jetzt könnt ihr euch das Auto mal schön angucken. Einfach hier mal Licht an. Zack. Was? Ah, na, ach nice. Geil gemacht. So, machen wir mal auf und steigen mal ein. Tür zu. Und let's get start the engine. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt hört. Ist eine Automatik. Ach, hört sich doch schön an irgendwie, oder? Aber unter Last hören sich die Autos dann doch noch ein bisschen anders an. So, ich zeig noch ein bisschen weiterhin meinen Fuhrpark. So, ach ja, Ferrari haben wir hier. Das ist mein Lieblingsferrari, den liebe ich einfach nur. Ford, was haben wir da? Der gefällt mir auch irgendwie total geil, der Civic SI. Und ansonsten, dann haben wir hier meine Lamborghini-Sammlung. Ihr wisst ja, ich bin begeisterter Lamborghini-Fan. Das ist mein getunter Aventador, der Standard. Den habe ich mir einfach mal so gezogen, keine Ahnung, was das ist. Den habe ich aber auch anträglich getunt. Das ist mein Drift-Auto, mit dem drifte ich um die Kurven wie sonst was. Und mein normaler Superleggera und der Murciélago. Was ich schade finde, ich gehe mal auf Autos kaufen. Das mit den ganzen DLCs, dass Microsoft nur mit Kreditkarte bezahlt, ey, das ist einfach nur der größte Shit ever. Das ist einfach nur scheiße. Dass man mit Gaming Points zahlen könnte, wäre viel geiler. Dann hätte man auch viel mehr Spaß am Spielen. Huch, die sind gratis. Was ist da gratis? Na, brauche ich aber nicht. Denn ich würde gerne den hier haben. Den Lamborghini Veneno. Ich liebe dieses Scheißding einfach. Dann haben wir halt hier natürlich den Reventon, will ich auch unbedingt gerne haben. Ist aber auch natürlich nur ein DLC. Diavolo SV, Countach und der muss Miura, so heißt er ja. Ansonsten der Rest hier. Ah, ein Lexus LFA. Der ist auch recht nice. Aber man merkt, der Fuhrpark, der steigt langsam. Er steigt langsam. Aber er steigt, aber ganz langsam. Man merkt es einfach. Ein SLS, habe ich ein SLS? Ja, habe ich. Nee, habe ich nicht. Soll ich mir ein SLS gerade mal kaufen? Das Geld habe ich ja. Fahrerstufe 171, glaube ich. Bin ich momentan.
So, meine Autos, ich steig mal in meinen Drift-Auto, in meinen Drift-Lambo ein. Da. Einsteigen. Schönes Giftgrün. So, in der Karriere spiele ich gar nicht mehr so groß. Ich bin mehr hier so im Freispielmodus, wo ich einfach nur das machen kann, was ich will. Welche Strecke fahre ich denn so gerne? Ach ja, die Top Gear-Strecke. Achso, Auto gewählt haben wir ja schon. Spieleoptionen. 15 Drive-Tatare. Ich mache immer neue Rennfahrer, weil die fahren dann so schön langsam. Und dann, da wo sich die Strecken überschneiden, kann man so richtig geile Videoszenen machen, sage ich mal. Hoffentlich, ich zeige euch das mal, hoffentlich schaffe ich das in den paar Minuten. Und zu dem Thema Xbox gegen PlayStation. Ganz ehrlich, ich habe die PS4 hier stehen, ich habe auch die One hier stehen, ich habe beide. Ich bin von Sony einfach nur enttäuscht, weil diese Qualität, die Sony bietet, ist einfach nur unerhört. Die Konsole wird scheiße warm. Ich habe da echt Angst teilweise, dass die mir abkackt. Knarzt und knackt. Und der Oberhammer, warte. Au. Habe ich gerade einen Controller da? Hä, wo sind denn? Ah. Tatsache, einen Controller habe ich da, wo der andere ist, habe ich, weiß ich nicht. Ist noch eingepackt in so einer Folie. Na komm schon. Ach, schade. Ja, doch. Hört ihr das? Die Tasten, die quietschen. Entschuldigung, was ist das bitte für eine Qualität? Also da muss ich echt sagen, Sony, da habt ihr richtig Scheiße gebaut. Da habt ihr einfach nur Scheiße gebaut. Mit dem neuen Update kam ja jetzt eine Blu-ray-Fähigkeit dazu, angeblich. Und, also... Ich bin von der Sony einfach nur enttäuscht. Man meint, ich mach mal leiser, dann kann ich besser reden. So, 45. Also von der PS4 bin ich echt sichtlich enttäuscht. So eine schlechte Qualität bin ich selbst von Sony nicht gewöhnt. Gott, was war das denn? Grauenvoll. Das passiert halt, wenn man redet. Man macht halt Fahrfehler ohne Ende. Deswegen so Rennspiele moderieren mache ich nicht so gerne, weil ich dann einfach nur noch Scheiße fahre. Was, du fährst Scheiße? Glaube ich gar nicht. Guck ganz genau hin, du Vollidiot. Also, da gebe ich lieber die 100 Euro für die Xbox One aus. Hat auch der DreamTex gesagt. Er war auch vorher so, PlayStation 4 ist die beste. Dann hat er hier ein bisschen mal mit der Xbox One rumprobiert. Mittlerweile sagt er auch, also von der Qualität her ist die One besser. Und auch von der Control, also Qualität ist bei Microsoft einfach definitiv besser. Da ganz ehrlich, dann scheiß auf den 100 Euro, weißt du, was die Konsole mehr kostet. Dafür ist die Qualität einfach dreimal so gut. Die Konsole hat eine super Kühlung, finde ich. Die wird nicht, definitiv nicht so heiß wie die PS4. Und es knarzt nichts, es knackt gar nichts. Die ist einfach nur super stabil, die Konsole. Ich meine, aus dem Fenster werfen darf man sie jetzt auch nicht. Ist logisch. Aber, also von der Qualität her hat Microsoft da echt was Schönes hingestellt. Auch wenn die PS4 definitiv öfters verkauft wurde, was ich eigentlich nicht verstehen kann, weil beide Konsolen sind haargenau gleich. Und in diesem Falle, in der Next Gen, ziehe ich doch mehr auf Xbox. Also in diesem Falle, die Next Gen Konsole hat Xbox bzw. Microsoft besser hingekriegt als Sony. Gut, Sony hat die technische Innovation gehabt, hat halt in den Controller ein Touchscreen eingebaut, was bei Microsoft leider an Entwicklungskosten gespart hat, weil der Controller, der wurde einfach nur an der Hand angepasst, mehr nicht. Die Steuerung ist immer noch dieselbe. Nur die Kinect wurde halt unglaublich stark verbessert. Sag mal, ich fahre hier der größten Scheiß zusammen. Das ist so unglaublich. Ah, hier ist leiser. Und also, mal sehen, was bei der PlayStation 5 kommt, wenn Sony da irgendwas Großes macht. Ich hoffe, die wird von der Qualität besser. Von mir aus gebe ich auch 700 Euro dann aus. Weil ich bin ein Mensch mehr, ich kaufe nicht viel, aber ich kaufe mir teure Sachen, weil ich setze auf Qualität und Leistung. Und ganz ehrlich, was bringt es denn bitte ein? Ich sehe das immer an Klamotten. Was bringt es dir, wenn du super tolle Klamotten, die super geil aussehen, von irgendeiner Marke, ich sag mal für 10 Euro, die holst?
aber bei dreimal Anziehen schon kaputt sind, anstatt du holst dir von einer größeren Marke, ich sag jetzt mal übertrieben Boss oder Louis Vuitton, weißt du, ein Gürtel oder irgendwie sowas, was du jahrelang anziehen kannst, aber hast dafür, ich sag mal, das Dreifache, Fünffache ausgegeben. Ey, da, tut mir leid, dafür habe ich kein Verständnis. Das ist mir egal, mir ist das Geld eigentlich groß egal. Man soll es natürlich nicht übertreiben, wenn du sagst, oh, ich habe so und so viel Geld, ich kaufe mir jetzt alles, was ich kaufen kann. Das habe ich gemeint, wenn die so schön langsam fahren, kann man so geile Stunts damit machen. Uiuiui, das war knapp. Ja, der Drift war schon besser. Also, von der Qualität her muss ich sagen, Sony, da habt ihr einfach nur Scheiße gebaut. Tut mir leid, wenn ich das so sage. PS4-Spieler, Sony-Spieler, erschlagt nicht von mir aus. Das ist meine Meinung und ich vertrete auch diese Meinung. Von der Leistung ist Xbox One und PS4 gleich. Ganz, ganz leicht ist die PS4 besser, von der Leistung her. Aber das macht die Xbox One definitiv mit Qualität wieder gut. Und was auch ganz schön ist, Microsoft hat jetzt mit einem Patch anscheinend bestätigt, dass eine HDD, oh, da fährt ein Veneno, eine HDD-Kompatibilität rauskommt. Das heißt, du kannst Spiele auf einer externen Festplatte speichern und somit die Speicherkapazität von 300 GB oder nutzbaren 300 GB von 500 kannst du, sage ich mal, auf 1 Terabyte, 2 Terabyte erweitern. Und das finde ich super geil. Das hat Sony nicht geschafft bis jetzt. Vom Design her natürlich, die PS4 sieht geiler aus, finde ich. Sieht stylischer aus, futuristischer. Das ist halt bei der Xbox leider nicht ausgeblieben. Die PS4 ist zudem auch noch definitiv kleiner. Sie passt besser wohin. Mit der Xbox habe ich hier so ein bisschen Platzprobleme und was mich unglaublich stört, ist dieses behinderte Netzteil, was Microsoft nicht rausgenommen hat. Baut das doch mal in diese Scheißkonsole mit ein, Mensch! Dieses Netzteil, das fuckt so ab, so wie bei der 360, sonst wie bei anderen. Oh, verbremst! Ah, Konsolen noch! Normalerweise hätte ich jetzt einen Gelenkschaden, aber ich habe das ausgemacht, weil ganz ehrlich, sonst müsste ich ja dauernd irgendwie in die Box oder so. Ah, oh, Mann! Warum klappen die Drifts einfach nicht? Hallo? Komm mal auf den Rasen. Zoom. Ach, ich mag den Geier, ja. Das ist mein Lieblingsauto. Um die Kurve! Ja, fast perfekt. Im dritten Gang, Alter. Ich muss euch gleich unbedingt nochmal meinen 700 PS Golf zeigen. Ey, ich bin so stolz auf den. Der kann locker mal mit einem Supersportwagen mithalten. Zwar nicht in den Kurven, aber in der Beschleunigung zieht der fast alle ab. Das ist der Wahnsinn. Außer halt ein Bugatti natürlich, der ist immer noch unschlagbar. Ich weiß nicht, was für ein Monster man dafür braucht, um den Bugatti Veyron zu schlagen. Da gehört schon was Großes dazu. Ich laber wie ein Wasserfall heute, fällt mir gerade auf. Die letzten 7 Folgen Crysis. Ja, da hab ich so ein bisschen geredet und so. Und jetzt, ich laber euch voll wie sonst was. Schlimm. Richtig schlimm. Aber gut, das mache ich dann in Crysis wieder gut. Das war ja schlimm, die letzte Aufnahme. Vor allen Dingen am Ende. Ich habe ja 2 oder 3 Stunden lang gespielt. Und dann zum Ende hin, ich freue mich da jetzt gleich schon, wo es dann gegen diese unsichtbaren Fotzenviecher anging, weißt du, die auch diese Nano-Suits hatten. Da habe ich dann abgekackt. Ich hatte keine Konzentration mehr. Ich konnte... Oh, uiuiuiuiui, das war knapp. Da konnte ich einfach nicht mehr. Da war ich psychisch total am Ende. Da habe ich dann die Aufnahme einfach abgebrochen. Mit den Worten, ach fick dich doch, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Und dann war ich weg. Hoffentlich wird sich das dieses Mal bei Crysis definitiv nicht so stark auswirken. Vor allen Dingen ist das traurig. Crysis 1 und 2, das kam ja schon vor Monaten, Jahren raus. Und ich habe es immer noch nicht geschafft, beide Teile, beziehungsweise alle 4 Teile anzuzocken. Was? 4 Teile? Wie kommt vor 4 Teile? Crysis natürlich, Crysis 1. Crysis Warhead ist ein eigener Teil von Crysis 1, beispielsweise die Vorgeschichte. Dann natürlich Crysis 2 und Crysis 3, also 4 Teile. Crysis Warhead wird als eigener Teil, glaube ich, gezählt.
Oder sagen wir 3,5 Teile. Sagen wir 3,5 Teile, weil Warhead ist sehr, 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 sehr kurz und spielt nach Crisis 1. So war das. Das war, der Anfang spielt vor Crisis 1, glaube ich. Da spielen wir den Psycho vor Crisis 1. Dann ist so ein Cut und dann spielt man nach Crisis 1 und dann geht's über in Crisis 2 und 3. So ist das, glaube ich. Bin aber nicht hundertprozentig sicher. Also von Crisis bin ich ein unglaublicher Fan, aber da leider ist Crytek ja, habt ihr ja mitgekriegt, pleite geworden. Also, oder insolvent, das habe ich nie erwartet, hallo, Crytek? Habe ich nie erwartet, dass die mal in Schuss gehen, mal eine Insolvenz melden. Und das tut natürlich die Entwicklung von Crisis 4 definitiv stoppen, wenn sie ein Crisis 4 entwickeln. Ich hoffe, die machen ein Crisis 4, das wäre einfach der Hammer. Weil jetzt Crisis schon aufgeben nach dem dritten Teil, wäre, finde ich, definitiv zu schade, weil da kann man noch so viel machen, was für Möglichkeiten man da noch hat. So, alle Pylonen mal abgeräumt. Guter Drift, das war ein perfekter Drift, du Hurensohn. Schön, dass ich nur mit Allrad driften kann. Mit Heck, da drehe ich mich dauernd. Und mit TCS will ich auch nicht unbedingt. Alter! TCS will ich auch nicht unbedingt fahren. Also ich glaube, ihr habt genug, denke ich mal, vom Gallardo. Obwohl, nee, ich fahre noch zu Ende. Ist ja siebte Runde schon. Nein! Boah, nicht überschlagen. Boah, Greisen. Wo waren wir? Bei Crisis waren wir, gell? Also hoffentlich wird noch ein Crisis 4 folgen. Das wäre einfach nur noch geil. Ich würde das so feiern. So, und um die Ecke. Hui. So, Rennen abgeschlossen. So, da mache ich auch jetzt mal einen Folgencut. Wir sehen uns in der nächsten Folge mit unserem VW Golf Air. Mit B-Turbo und sonst keine Ahnung, was ich da reingebaut habe. Bis zur nächsten Folge.